Wladimir Putin, der russische Präsident, nennt seinen Krieg Spezialoperation. Wie bewertet eigentlich die Bevölkerung in Russland das an Tag 100? Wie ist die Stimmungslage? Also die meisten Russen, das muss man ganz klar sagen, stehen immer noch hinter Wladimir Putin und hinter der Militärspezialoperation, wie du das nennst. Lass uns einfach das nennen, wie man das nennen muss, Krieg. Sie stehen dahinter, sie sind der Überzeugung, dass in der Ukraine tatsächlich Neonazis an der Macht sind. Das heißt, sie folgen dem Narrativ des Kremls. Und im Kreml bzw. in der Administration des Präsidenten hat man jetzt heute die Staatsmedien dazu angehalten, dass man nicht über 100 Tage Spezialoperation spricht, das nicht thematisiert, um die Menschen nicht darauf hinzuweisen, dass sich das Ganze eben doch sehr in die Länge zieht in der Ukraine. Dieser bisherige Verlauf dieses Krieges ist äußerst durchwachsen für die russischen Militärs am Anfang. Die enorme Pleite vor Kiew, vor Tscherniw, die russischen Truppen mussten zurückweichen. Jetzt diese Operation im Osten der Ukraine läuft wohl etwas erfolgreicher, aber wohl immer noch auch mit großen Verlusten. Also die Bilanz dieser 100 Tage Krieg in der Ukraine äußerst durchwachsen. Und Wladimir Putin hält an seinen Minimalzielen fest, wie ich das verstehe. Das heißt, er wird versuchen, den Donbass, die Provinzen Donetsk und Lugansk komplett zu erobern. Und danach wird eine neue Bestandsaufnahme gemacht. Und wenn es für die Russen passabel läuft, dann denke ich, dass auch noch weitere Ziele im Süden der Ukraine in Angriff genommen werden können, zum Beispiel die Stadt Odessa und die Stadt Nikolaev. Du wirst alle Entwicklungen weiter für uns im Blick behalten. Danke, Christoph, nach Moskau.